Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Ich habe erst überlegt, ob ich das Video überhaupt machen soll. Und ich dachte mir, naja, heute kommt kein Craft-Tech-Video. Da machen wir übrigens sehr gute Fortschritte. Also da kommt wahrscheinlich am Mittwoch wieder eine Folge. Sorry für so lange warten, aber ich streame erst morgen wieder. Blablabla, lange Rede, kurzer Sinn. Mittwoch kommt eine Folge Craft-Tech, vorher schaffe ich es leider nicht. Und da ich vorher keine Folge bringen kann und wir hier tatsächlich was Cooles zum Zeigen haben und ich gleichzeitig noch eure Hilfe brauche, habe ich mir gedacht, hey, ich kann auch einfach mal ganz kurz hier dieses Video aufnehmen und für euch heute bringen, damit der Montag vielleicht nicht ganz so kacke ist. So, also, wo bin ich überhaupt? Was ist das überhaupt? Warum habe ich ein Masterschwert in der Hand? Alles gute Fragen. Warum drücke ich Inventar? Aber weil ich das Masterschwert zeigen wollte. Hier, Master Sword, krank. So, nein. Wir befinden uns hier. Warum habe ich das Master Sword? Keine Ahnung. Einfach so. Weil das ist ja irgendwie. Ich mag das Master Sword. Wir befinden uns hier auf einem Server. Auf einem Server von mir, der gerade im Aufbau ist. Ja, das hier ist mein Subserver 2.0. Also ein Server für alle Subscriber auf Twitch. Das ist das gleiche wie bei YouTube Mitglied werden. Ja, also bei YouTube kann man ja Mitglied werden für ein paar Euro. Und genauso kann man auf Twitch subscriben. Nicht zu verwechseln mit dem Subscriben auf YouTube, was quasi das Abonnieren ist, was auf YouTube kostenlos ist. Das heißt auf Twitch dann wiederum folgen. Das ist auch kostenlos natürlich. Aber ja, für Subscriber und wahrscheinlich, wenn wir es schaffen, auch YouTube-Mitglieder. Also ja, das hier ein Server für alle Leute, die da am Start sind. Und auch für alle Prime-Subscriber, bevor die Frage jetzt kommt. Und auch für alle, die einen Sub geschenkt bekommen haben von der Community auf Twitch. Jedenfalls arbeiten wir gerade an einem Sub-Server für die Subscriber. Lol, verrückt. Es gibt schon einen Sub-Server. Davon habe ich auch ein paar Videos gemacht. Die könnt ihr euch ja vielleicht mal angucken. Die werden wahrscheinlich nicht verlinkt sein, weil ich es vergesse. Vielleicht könnt ihr mal die Links in die Kommentare schreiben. Vielleicht erinnere ich mich auch dran, dann habe ich die in die Kommentare geschrieben. Keine Ahnung. Aber wir arbeiten hier gerade an einem Server. Was ist das überhaupt für ein Server? Das möchte ich jetzt kurz erklären und danach möchte ich sagen, wie wir eure Hilfe brauchen, beziehungsweise wie ich eure Hilfe damit brauche. Das sieht jetzt alles nach viel Gewurschtel aus, aber im ganzen Grundprinzip haben wir hier eine Altstadt. Die steht auf einem Eiland, auf einer kleinen Insel. Ne? Wenn wir hier so lang fliegen, warte mal, ich lade mal alles hier so rein, zack, dann sehen wir hier, diese Altstadt steht auf einer Insel und ja, Punkt. Das ist die Altstadt quasi der Insel. Diese Altstadt ist quasi, also es ist kein City-Build-Server, es ist ein Server quasi, wo man Survival drauf spielt. Aber dazu später mehr mit ein paar Zusatzfeatures. Diese Altstadt ist quasi das hier. Dieses Grüne ist die Altstadt, dieses Blaue hier außenrum, das ist der Fluss, den ihr gerade gesehen habt, beziehungsweise das Wasser. Und das ist quasi die Altstadt in Miniatur. Und wenn das die Altstadt in Miniatur ist, ist das hier die freie Fläche der Stadt. Es geht nämlich darum, dass wir alle zusammen eine Stadt aufbauen. Ja, wir bauen alle zusammen eine riesige Stadt auf, um ganz kurz mal abzuschätzen, wie groß das Ding sein wird. Das ist die Altstadt, ihr wisst, ne? Und wenn wir einfach nur in eine Richtung fliegen und das jetzt mit sehr schnellem Speed, dann kommen wir an die Mauer. Also die jetzt wird natürlich nicht aus Diamantblöcken sein, sondern das wird eine vernünftige Mauer sein. Hier sind schon ein paar Mauerentwürfe von Leuten, die ihr mithelfen. Von Luna, von Fredo, das ist von mir. Das ist, glaube ich, von Snowcrime, wenn ich mich irre. Da steht jetzt leider kein Schild dran. Ja, aber hier sind ein paar Mauerentwürfe schon da. Jedenfalls wird das hier die gesamte Hauptstadt werden, ja. Altstadt, und die Altstadt befindet sich in der Hauptstadt. Das Ganze wird eine riesige Stadt. Da kommen Bahnhöfe rein, damit man schneller von A nach B reist. Ich meine, wenn wir jetzt hier sind, dann sehen wir sogar fast die Altstadt, wobei der das da hinten, glaube ich, wieder entlädt. Wobei, nee, so können wir quasi so ein bisschen den gesamten Scope abchecken. Das ist die Altstadt, das ist die Mauer. Scheint nicht so sonderlich groß zu sein, muss man an der Stelle erstmal sagen. Aber keine Sorge, es wird genug Platz sein. Im Zweifelsfall können wir die Mauer auch noch ein bisschen erweitern, ja. Also, der Server ist noch nicht fertig. Der Server, also offensichtlich ist der Server noch nicht fertig. Aber ja, das ist so diese grundlegende Gedanke, dass wir hier eine Altstadt haben und dann eine riesige, also ist nicht maßstabsgetreu natürlich, und eine riesige Stadt haben, eine riesige freie Fläche haben, die bebaut wird von euch. Ihr könnt euch dann Grundstücke claimen und hier eure Häuser hinbauen und so weiter und so fort. Natürlich wird das nicht diese Welt sein, also wir werden das Ganze in eine andere Welt kopieren. Alles das, was hier innerhalb dieses Diamantrahmens ist, wird in eine andere Welt kopiert. Alles außen wird quasi blank, wird quasi Wildnis sein, mehr oder weniger. Nur die Mauer steht und die Altstadt wird gebaut sein. Und ja, man kann quasi hier sein eigenes Grundstück claimen innerhalb dieser Stadtmauer. Außerhalb der Stadtmauer kann man kein eigenes Grundstück claimen. Aber man kann außerhalb der Stadtmauer eine eigene Siedlung gründen, quasi sein eigenes kleines Städtchen, wenn man so möchte.
Das fängt dann erstmal an mit einer kleinen Siedlung, die hier gekennzeichnet ist durch dieses Lilane. Man kann die dann irgendwann erweitern und erweitern, sodass die immer größer wird und kann dann auch mit mehr Leuten da wohnen und so weiter. Und innerhalb dieser Siedlung kann man wieder claimen. Man hat auch ein fettes Hauptgebäude in der Mitte, das wird automatisch mitgeneriert. Und von diesem Hauptgebäude kann man sich immer wieder in die Stadt teleportieren. Das heißt, wenn man ganz weit weg wohnt, weil man keinen Bock hat, weiß ich nicht, in der Stadt zu wohnen oder weil man ein richtig geiles Biom gefunden hat, denn wir benutzen nicht die Standard-Minecraft-Welt, dann ist es auch noch mal geiler, weil man kann sich teleportieren. Man muss nicht die ganze Zeit hin und her laufen, das wäre ja übelst ätzend. Und selbst im Nether wird es lange dauern, deswegen kann man sich teleportieren. Genau. Und das ist so der Grundgedanke von diesem Subscriber-Server. Also wenn ihr jetzt denkt, oi, das klingt aber eigentlich ganz nice, wann können wir denn darauf spielen? Ja, das dauert noch. Ihr seht, die Altstadt ist noch nicht komplett fertig gebaut. Was müssen wir bauen? Wir müssen, also das Plugin wird gerade entwickelt. Da, das ist jetzt bald in Auftrag gegeben, aber die grundlegenden Mechaniken von diesem Plugin werden gerade definiert und aufgeschrieben, damit der Programmierer das bekommen kann und das umsetzen kann. Aber grundsätzlich kann man hier sagen, wieso fehlt hier eigentlich ein Dinger? Wer hat das hier überhaupt hingebaut? grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass in dieser Stadt noch einiges fehlt. Also hier fehlen noch einige Gebäude, hier kommt eine fette Kathedrale hin, hier kommen noch natürlich noch mehr Gebäude hin, hier hinten kommt noch ein Friedhof hin und eine Krypta und so weiter und so fort. Wir haben hier kleine Easter Eggs versteckt, wie zum Beispiel hier, ihr kennt ja, ich war ja öfter schon in Tokio und da gibt es immer so ein Shrimp-Restaurant, das habe ich hier hinten so klein so ein bisschen eingebaut, das ist hier so ein bisschen drin mit den kleinen Hinterzimmern, sag ich mal, die es da immer gab. Also nicht Hinterzimmer, wie ihr jetzt denkt, sondern wirklich, also da könnte man halt essen nur, ne? Und so weiter und so fort. Aber ihr seht, hier auf der Straße fehlen halt noch voll viele Details und bla 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 bla. Also es fehlt noch eine ganze Menge. Deswegen brauchen wir quasi eure Hilfe. Wir suchen nämlich gerade noch Bilder. Ja, wir suchen noch Leute, die bauen können und die Bock haben, hier mitzubauen. Wie viel muss man bauen, wenn man sich bewirbt? Den vergesse ich nicht. Der Link zum Bewerben ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr draufklicken, das ist ein Google-Formular, das füllt ihr aus, schreibt euren Discord-Namen rein, nicht falsch schreiben und ja, schickt ein paar Bilder von Bauwerken, die ihr gebaut habt. Am besten baut ihr mal so ein Gebäude hier, so für die Altstadt, weil dann können wir das vielleicht sogar direkt reinkopieren, wenn das nice ist. Das brauchen wir aktuell. Wir suchen aktuell nur Bilder, wir suchen keine Plugin-Entwickler, wir suchen nichts anderes, wir suchen aktuell wirklich nur Bilder, weil daran hapert es quasi aktuell. Also was heißt hapert, aber ne, dann werden wir schneller fertig und können noch ein paar zusätzliche geile Sachen machen. Ich habe zum Beispiel gar nicht die Arcade angesprochen, ich habe zum Beispiel gar nicht die Urlaubsorte angesprochen oder die VR-Adventures, ne, also wo man wirklich Bosskämpfe machen, ja, alles dazu. Später vielleicht noch mehr. Es soll auf jeden Fall was Größeres werden, dieser Subserver. Der soll auch für, wenn es gut geht, für ein Jahr, für zwei Jahre, für drei Jahre genug Content bieten, dass man hier wirklich drauf spielen kann, sich hier ein Haus machen kann, so eine externe Stadt gründen kann und so weiter und so fort. Wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, hier mitzubauen, dann könnt ihr euch gerne bewerben. Wir suchen aktuell Bilder, die in diesem Stil hier ungefähr bauen können. Wenn ihr das noch nicht so ganz hinbekommt, könnt ihr euch trotzdem bewerben. Ihr könnt es ja lernen, ist ja jetzt nicht so wild. Was man machen müsste als Bilder, ist so ein Haus pro Woche hinbekommen. Das ist so das Minimum. Wenn ihr mehr Zeit habt, dann geil. Wenn weniger, dann nicht. Es muss innen nicht fertig sein, sondern eine Fassade quasi. Eine Hausfassade pro Woche ist so das Mindeste, was wir hier erwarten. Und wenn ihr jetzt sagt, ey, ich habe da total Bock drauf, wie gesagt, bewerbt euch gerne. Wir brauchen aktuell noch viele helfende Hände. Und ja, das war's eigentlich schon. Ich wollte euch nur noch mal ganz kurz sagen, hey, wir arbeiten gerade an einem Subserver. Jetzt habt ihr ein Video für heute, ja, habt ihr so ein bisschen was hier gesehen. Ich kann euch noch mal was zeigen. Slash Warp Welt. Ja, doch, das war's schon. Slash Warp Welt. Das hier ist so der Weltengenerator, den wir benutzen. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber wir haben, also bestimmt weiß es einer von euch. Wir haben hier einen richtig geilen Weltengenerator, also das ist die Landschaft quasi außerhalb der Stadt, also nicht genau die hier, aber so ähnlich wird die aussehen, der Generator, mit so geilen Seen auf Bergen drauf, mit Flüssen, die hier so dann abgehen und, also ich finde, das sieht übelst nice, mit richtig geilen Bäumen, mit, weiß ich nicht, mit, also mit richtig geilen Dschungeln, ihr seht schon, wie heftig das aussieht und natürlich gibt es auch standardmäßig, jetzt natürlich hier gerade nicht, aber da seht ihr, es gibt auch Mineshafts, die generiert werden. Also das ist quasi unten der ganz normale Welt. Hier hat schon jemand gestrip-mined. Huch, warum auch immer hier jemand gestrip-mined hat auf dem Testserver. Ja, vielleicht um ein bisschen zu testen. Aber hier seht ihr auch schon, es gibt richtig geile Welten. Und stellt euch vor, das sieht aus wie der Herzsee aus Death Stranding, by the way. Aber stellt euch vor, ihr zockt eine Weile auf dem Subserver und habt dann quasi genug Geld, um euch eine eigene Siedlung zu gründen. Also Ingame-Geld, natürlich nichts mit Echtgame, Echtgeld, Währung, dies, das.
Und dann geht ihr einfach, ich glaube, das ist Standard Minecraft hier hinten, oder? Das sieht so aus, als wäre das wieder Standard Minecraft. Ah, ne, wobei. Ich weiß gar nicht. Sieht schon so ein bisschen Standard Minecraft-mäßig aus hier hinten. Aber stellt euch vor, ihr durchstreift die Welt, erkundet super viel und seht dann so einen Spot hier, weiß ich nicht, der so geil aussieht. Ich finde, der sieht schon heftig Hammer aus. Und dann gründet ihr hier oben eine Stadt oder so. Oder im Tal. Gründet im Tal hier eine Stadt mit den Bergen außenrum. Das wäre ja so geil. Ja, das war's schon. Ich will jetzt gar nicht mal länger drum rumlabern. Das Video ist jetzt schon viel zu lang geworden. Wenn ihr euch bewerben wollt, dann tut es gerne. Wir brauchen wirklich noch Hilfe, was das angeht. Und ein Mindestalter gibt es nicht. Boah, guck mal, wie geil das hier auch aussieht. Holy shit, ist das ein Vulkan? Nee. Ein Mindestalter gibt es nicht. Das muss man direkt dazu sagen. Ihr könnt euch auch bewerben, wenn ihr 12 seid, wenn ihr 11 seid. Müsst halt nur von euch vernünftig verhalten. Ja, also eine geistige Reife setzen wir schon voraus. Eine Bezahlung gibt es leider auch nicht. Ja, das kann ich mir nicht leisten. Aber ja, ihr könnt dann quasi, wenn ihr hier als Bilder mit seid und viel mit, also mit, also nicht unbedingt super viel, aber wenn ihr hier mitgeholfen habt und Teil des Teams seid, dann werdet ihr auch kostenlos auch auf diesem Server spielen können, ohne Subscriber zu sein. Also vielleicht ist das ja was Cooles, wo ihr sagt, ja cool, nice, das wäre nice. Oh, guck mal, hier wäre auch geil, so eine Stadt zu gründen. Hier inmitten von diesem Eis. Berg-Ding. So. Oder hier oben drauf. Alter, hier ist ja richtig geil, der See auf dem Berg. Holy shit. Das sieht natürlich heftig aus. Okay, das ist einfach nur ein Chunkfehler. Ja, Leute, das war's soweit zu dem ganzen Subserver-Gedöns. Wollte ich euch nur mal aufklären. Hier, da ist gerade was in Arbeit, wo wir auch zusammen zocken können und so. Ich werde natürlich auch dann auf dem Subserver spielen. Wenn der Subserver online kommt, werde ich hier höchstwahrscheinlich auch YouTube-Videos zum Subserver machen. Wenn ihr öfter mal Videos zum Subserver hier haben wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Dann machen wir ein paar Videos. Ich kann auch mal hier auf dem Subserver in Creative Mode ein paar Gebäude bauen. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, schreibt es auch in die Kommentare. Aber ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Das ist dann Craft-Trick. Das kommt dann am Mittwoch. Oder schaut einfach am Dienstag im Stream vorbei. Kuss auf die Nuss. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. Haut rein. Ciao.